Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gabriel Knight. Und wie ihr seht, ist die Wachposten-Tussi weg. Ich weiß nicht, seit wie lange, aber... Ich glaube nicht, dass da noch was übrig geblieben ist. Außerdem... Ja, aber da sind doch gar keine Wachen. Oh mein Gott. Will sie natürlich nicht machen. Gut, wir sind hier in Neuschwanstein und erfahren etwas mehr über Ludwig II. Und gehen jetzt einfach weiter, weil hier haben wir alles. Oh, was ist das denn das für ein großer Raum? Das ist Sängerhalle. Okay. Das ist der letzte Raum unserer Führung, die Sängerhalle. Sie wurde der Sängerhalle auf der Wartburg nachempfunden, wo im 13. Jahrhundert die sogenannten Sängerkriege stattfanden. Die Halle wurde für kleine Konzerte in privatem Rahmen erbaut. Zu Ludwigs Zeiten fand jedoch nie ein Konzert statt. Es heißt, dass Wagner in den letzten Jahren seines Lebens häufig nach Neuschwanstein kam und in diesem Raum allein für den König spielte. Die Originalbilder stammten aus der Parzival-Sage, wurden jedoch im Jahre 1882 auf Geheiß des Königs ersetzt, der selbst Beschreibungen der neuen Gemälde lieferte. Während alle anderen Räume des Schlosses Szenen aus Wagner-Opern zeigen, stammen diese Bilder aus keinem identifizierbaren Werk. Sie liefern einen weiteren Beitrag zu dem Mysterium, das man mit dem Leben des Märchenkönigs verbindet. Interessant. Ich stelle mir Sängerkriege auch sehr interessant vor. Also wenn man das Wort wörtlich nimmt, also... Wolf. Warum sollte Ludwig Wolfsbilder in seinem Schloss aufhängen lassen? Ich wette wegen diesem Louis. Ich wette es. Engelhard und der Schmied. Engelhard umwirbt Hildegunde. Da kann ich irgendwas machen, aber irgendwie auch nicht. Die Jäger verfolgen Engelhard und Hildegunde. Ich kann hier irgendein Zeug machen, aber irgendwie auch nicht. Nette Aussicht auf die Alpen. Oh ja. Das Schloss, in dem Ludwig aufgewachsen ist, Hohenschwangau, ist von der Sängerhalle aus zu sehen. Und sonst nur das da oben. Also Fakt ist, da gibt es auf jeden Fall diese... Achso, das habe ich noch nicht gesehen. Hildegundes Gefangennahme. Wieder ein Wolf. Oh, das hat doch 100% was mit Louis zu tun. Der Typ bleibt ich aber, glaube, ne? Die Wachen haben lieber ihre Ruhe. Mist, der Typ bleibt, glaube ich, wirklich. Naja, jetzt haben wir uns dann hier wohl alles angeguckt. Und können hier raus. Das mit der Tür. Müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Wann das wichtig sein könnte. So, dann gehen wir mal ins Museum. Wir fangen erstmal an zu reden, ne? Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gern eine Eintrittskarte für das Museum. Ja, 8 Mark für eine Ganztagskarte. Danke. Bitte. Ey, ich wollte noch fragen wegen Ludwig. Oh, Grace. Ist das das Ludwig-Museum? Ja, ja. Ludwig der Zweite von Bayern. Oh Mann. Oh Mann. So, okay. Gucken wir uns mal so Stück für Stück die Sachen an hier. 3. Juli 1863. Elisabeth, liebste Cousine.
Ihr habt keine Vorstellung, wie glücklich ihr mich macht. Die Stunden, erst kürzlich mit euch verbracht im Eisenbahnwaggon, betrachte ich als die schönsten meines Lebens. Niemals wird die Erinnerung verblassen. Ihr erlaubtet mir, euch in Ischl zu besuchen. Wenn die Zeit kommt für die Erfüllung dieses meines brennendsten Wunsches, soll ich von allen Menschen auf der Erde der Glücklichste sein. Die Gefühle aufrichtiger Liebe, Verehrung und Treue zu euch, an denen ich festhalte seit den Tagen meiner Kindheit, lässt mich den Himmel auf Erden verspüren und kann durch den Tod allein zerstört werden. Ich bitte euch von Herzen, mir den Inhalt dieses Briefes zu vergeben. Doch ich konnte nicht anders handeln. Ludwig. Okay, da wurde sogar mehr vorgelesen, als da überhaupt steht, ne? Elisabeth gab Ludwig des Öfteren Ratschläge für angemessenes königliches Verhalten. Sie hoffte, ihn so vor schlechtem Ansehen im Volk zu schützen. 1. März 1865. Mein geliebter Adler, ihr habt mir seit Monaten nicht geschrieben. Ich habe euch vermisst. Oft versuche ich mir vorzustellen, was ihr gerade tut. Ich höre Gerüchte, dass ihr auf der Flucht seid, dass man euch seit einiger Zeit in München nicht mehr gesehen hat. Ihr schriebt so mysteriös von einem neuen Freund. Ich vermute, dass er es ist, der euch von zu Hause fortlockt. Mein Liebster, ich hoffe, dass es euch gut geht, doch seid vorsichtig. Das Volk braucht einen König, den es auf dem Thron sehen kann. Ich wage es fast nicht zu denken, aber eure Vertreter mögen in eurer Abwesenheit nicht immer tun, wie ihr es wünscht. Immer seid ihr ein wahrer König gewesen, aber eure Untertanen müssen euch sehen, um das nicht zu vergessen. E. Eure Taube. Lange vor seiner Gefangennahme waren Ludwigs Freunde besorgt um seinen Geisteszustand. 14. Juni 1878. Mein geliebter Adler, in eurem letzten Brief schriebt ihr so bewegend von euren Schmerzen, dass ich zu Tränen gerührt war. Was für Schmerzen peinigen euch? Warum offenbart ihr mir nicht, was euch wirklich bewegt? Ihr müsst wissen, dass ich euch nie etwas Böses will, egal wie schlimm euch die Sünden vorkommen mögen, die ihr begangen. Mein Herz blutet, wenn ihr auch nur Andeutungen dieser Art macht. Wenn ihr euch mir nicht öffnen wollt, so sagt mir doch wenigstens, wie ich euch zu Hilfe sein kann. In Ewigkeit eure Taube. In diesem Brief, der auf November 1886 datiert ist, dankt Elisabeth von Österreich Bischof Frank für dessen Hilfe. Er unterstützte sie bei der Erfüllung von König Ludwigs letzten Wünschen. Sie schreibt, dass es eine unübliche Bitte gewesen sei, aber dass sie glaubt, dass Ludwig seine Gründe gehabt haben mag, dies zu wünschen. Sie hofft, dass seine Seele nun endlich Ruhe finden könne. Es konnten keine weiteren Angaben gefunden werden, was für eine Art Hilfe das gewesen ist. Man kann nur mutmaßen, was die letzten Wünsche eines Königs waren, der mit dem Rücken zur Wand stand. Was war sein letzter Wille? Dieser Ort gibt mir mehr Rätsel auf als Antworten. Ja, ist doch immer so, ne? Sie geben ein wirklich hübsches Paar ab. Sie geben ein wirklich hübsches Paar ab. Okay. Sie ist wunderschön. Zu Ludwigs engerem Kreis gehörte die Kaiserin von Österreich, Elisabeth. Sie war eine entfernte Verwandte und er sah sie in seiner Kindheit oft. Elisabeth war elegant und schön und schien das weibliche Ideal für den jungen Ludwig zu verkörpern. Ihre Freundschaft blieb nach ihrer Heirat bestehen, hauptsächlich jedoch über Briefe. Sie war stets ein ruhender Pol in Ludwigs Leben. Ganz Ludwigs Liebe zu Märchen und Schauspiel entsprechend nannte er sie die Taube und sie ihn den Adler. Ja, die haben sich wirklich gut verstanden. So, da gehe ich ja nur zurück im Endeffekt. So, gucke ich mir das Bild noch an. Ludwig als Herzensbrecher. Die Rolle hat er gut gespielt. Ja. Wir wollen also herausfinden, was so sein letzter Wunsch war. Ist das unser Ziel hier? Die letzten Tage. 7. Juni 1886.
Eine Gruppe von Männern kommt auf Schloss Neuschwanstein an und fordert, den König in Gewahrsam zu nehmen. Mit ihnen ist Dr. Gooden, der Arzt, in dessen Obhut sich Otto, der geisteskranke Bruder des Königs, lange Zeit befunden hatte. Die Männer haben den Befehl, den König wegen geistiger Verwirrung unter Arrest zu stellen. Ihnen wird von einer Gruppe mutiger Bauern und loyaler Soldaten, die dem König zur Hilfe eilen, der Weg versperrt. In der Folge werden sie gezwungen, sich ins nahe Hohen Schwangau zurückzuziehen. Dieser Vorfall ist die erste Gelegenheit, bei der König Ludwig etwas von der Verschwörung erfährt. Der König verfasst eine Kampfschrift, in welcher er die subversiven Taten der Verschwörer schildert und seine Untertanen wortgewandt um Hilfe bittet. Es gelingt, die Schrift aus Neuschwanstein herauszuschmuggeln und zu drucken, aber sie wird beschlagnahmt, bevor sie verteilt werden kann. 12. Juni 1886. König Ludwig weiß, dass die Verschwörer zurückkehren werden. Er verzweifelt. Er fragt seinen Diener nach dem Turmschlüssel. Aus Angst, der König würde sich selbst das Leben nehmen, behauptet der Diener, der Schlüssel sei verloren gegangen. Unbemerkt vom König kehren die Verschwörer zum Schloss zurück. Diesmal ist niemand da, um sie aufzuhalten. König Ludwig wird aus seiner Schlafkammer in die Eingangshalle von Neuschwanstein gelockt. Dort wird er in Gewahrsam genommen. Der König wird mit einer Kutsche von Neuschwanstein nach Berg gebracht, wo sein Bruder Otto lange Zeit festgehalten worden war. Das ist ein großer Schlag für die Seelenruhe des Königs. Auf dem Weg hält die Gruppe in Seeshaupt, um die Pferde zu wechseln. Der Gefangene erbittet die Postmeisterin, Frau Vogel, zu sehen. Diese bringt ihm ein Glas Wasser und er sagt etwas zu ihr. Sie hat diese letzten Worte nie jemandem mitgeteilt. Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, die hat das bestimmt jemandem mitgeteilt. Das waren irgendwelche geheimen Befehle, sag ich mal. 13. Juni 1886. In Berg erscheint der König kooperativ und orientiert. Dr. Gooden schreibt an die Regierung, dass der Gefangene unter Kontrolle sei. Die zwei Männer gehen spazieren und Dr. Gooden ist so zuversichtlich, dass er die Wachen entlässt. Als der König und sein Arzt nach mehreren Stunden immer noch nicht zurückgekehrt sind, wird eine Suche eingeleitet. Die Körper der beiden Männer werden ertrunken im See aufgefunden. Die näheren Umstände konnten nie geklärt werden. Okay, mit sowas habe ich echt nicht gerechnet. 18. Juni 1886. König Ludwigs Beerdigungsprozession zieht durch die Straßen von München, gefolgt von einer riesigen Menge Anteilnehmender. Der Gottesdienst wird in der überfüllten St. Michaelskirche gehalten. Während des Gottesdienstes schlägt der Blitz in das Gebäude ein, doch es wird niemand verletzt. Ludwigs Leichnam wird in der Familiengruft der Wittelsbacher in der St. Michaelskirche beigesetzt. Sein Herz wird der Tradition der Wittelsbacher entsprechend in einer Urne in die Pilgerkapelle in Altötting gebracht. Die Urne sehen Sie rechts. Sein Herz in einer Urne? Wie merkwürdig! 18. Juni, Ludwigs Leichnam. Das liest du nur dann wieder vor. Was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung, was da steht. Sieht allerdings alt aus. Wahrheit, Leben und Sterben, König Ludwig II. Gemeindebürger. Mehr kann ich auch nicht lesen. Das ist der Schlitten aus meinem Traum. Stimmt, jetzt wo sie es sagt. Vielleicht weiß Mrs. Smith, was mein Traum bedeutet. Ich muss jemanden fragen. Diese Sache wird langsam zu merkwürdig. Ludwig besteigt seinen Schlitten. Wenn das jetzt Ludwig war, von dem sie geträumt hat. Die mitternächtlichen Schlittenfahrten. König Ludwig unternahm nachts lange Schlittenfahrten, besonders als er älter wurde. Es heißt, dass er an Schlaflosigkeit, Kopf- und Zahnschmerzen litt und dass die Schlittenfahrten seine Ruhelosigkeit linderten. Der Anblick des königlichen Schlittens, wie er nachts durch die alpenländische Gegend glitt, machte die Landbevölkerung nervös. Besonders abergläubische Naturen deuteten ihn als schlechtes Omen. Ich kann mir vorstellen, warum. Aber was hat er... Oh nein, oh nein, oh nein, Entschuldigung. Die mitternächtlichen Schlittenfahrten.
König Ludwig unternahm nachts lange Schlittenfahrten, besonders als er älter wurde. Ich denke dann immer, sie ist fertig. Heißt, dass er an Schlaflosigkeit, Kopf- und Zahnschmerzen litt und dass die Schlittenfahrten seine Ruhelosigkeit linderten. Der Anblick des königlichen Schlittens, wie er nachts durch die alpenländische Gegend glitt, machte die Landbevölkerung nervös. Besonders abergläubische Naturen deuteten ihn als schlechtes Omen. Na, jetzt sagt sie nichts mehr dazu. Scheiße. Jetzt habe ich das blöderweise übersprungen. Manno. Ludwigs Totenmaske. Wow. Sonst hier irgendwas? Das war's? Ernsthaft? Kann sie mir noch... Ich habe ihr im Moment nichts zu sagen. Okay, wow. Das ist ja ein riesiges Museum. Dafür 8 D-Mark. So, dann gehe ich jetzt einfach nochmal zu dieser Frau, also das Dings da, und frag mal, ob sie mir da irgendwie helfen kann. Keine Ahnung. Versuchen kann man es ja. Wo sind die? Sind die Smiths auf ihrem Zimmer? Ja, ich glaube schon. Könnten Sie sie bitten, herunterzukommen? Ja, natürlich. Ich dachte schon, die wären weg oder so. Jetzt erzählen Sie Meryl einfach, was los ist. Ich hatte letzte Nacht einen Traum. Ich konnte mich zuerst nicht erinnern, aber ich habe etwas in einem der Museen gesehen. Was für ein Traum? Ich wurde gejagt von Wölfen in einem Wald. Und ich sah einen Schlitten. Ludwig war drin. Er zog mich hoch und ich dachte, ich wäre sicher. Aber dann wurde er zum Wolf. Was meinst du, Mutti? Der Traum einer Rettung ist ein Traum der spirituellen Führung. Die Hohepriesterin in Gabriels Karten muss eine Verbindung zu Ludwig haben. Was repräsentieren die Wölfe? Ich bin ein Medium, nicht Freud. Aber die Warnung, die ich bekam, war vor dem schwarzen Wolf, nicht wahr? Und die Wölfe in dem Traum scheinen dieselbe Gefahr zu sein. Es ist so frustrierend. Je mehr ich herausfinde, umso mehr Fragen habe ich. Warum versuchen Sie nicht selbst Verbindung aufzunehmen? Ludwig ist der Schlüssel. Suchen Sie ihn. Die Antworten kommen nicht gleich, aber wenigstens geben Sie dem Führer die Möglichkeit, das nächste Mal etwas Genaueres zu sagen. Gibt es denn keine Möglichkeit, dass... Sie wissen schon. Eine Wahrsagung über Ludwig oder sowas? Ehrlich gesagt, ich habe den ganzen Tag versucht, Kontakt herzustellen. Aber ich fühle nur Verzweiflung. Ludwigs Seele findet keine Ruhe. Ich muss gehen. Wann immer Sie uns brauchen, kommen Sie. Seien Sie vorsichtig. Danke. Das hatte jetzt nicht den so gewünschten Effekt, wie ich gehofft hatte, aber naja. Ich bin auch der Meinung, ich habe da jetzt im Schloss alles durch und Museum durch. Vielleicht ist wieder die Zeit, dass ich Gabriel einen Brief schreibe, das kann ja gut sein. Aber das finden wir erst in der nächsten Folge heraus, denn die Zeit ist vorbei, ich mache einen Schnitt. Wir sehen uns dann also das nächste Mal wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Tai.